Ja, leider kein Crit, aber. Finte 6, das ist nur die halbe Parade. Plus 6. Also nicht gelungen. Nicht gelungen. 17. Damit sind das 17 Schaden. In den Schildarm. Dann kannst du ihm den Schildarm zertrümmern und der Schild fällt von ihm herab. Damit hat er nur noch zwei Attacken, beziehungsweise keine dritte Parade mehr. Nächste Kampfrunde. Er ist dran. Er würde gerne sein reißendes Schwert in Ronga bohren. Ich halt gegen. Hast du eine Rüstung? Ja, ich habe eine Rüstung. Ich habe einen Kettenhemd. Ihr zählt der Stich. Okay, dann plus 2 kriegt er als zusätzliche Erschwernis. Ja. Ich würfel einfach mal. Das wäre gelungen. Ob es fürs Gegenhalten reicht, weiß ich nicht. Plus 2 plus 4 hat er einen Waffenmeister drauf. Plus 2 plus 4? Du meinst wegen den Wunden oder warum? Nein, gezielter Stich plus 4 und dann plus 2 wegen Rüstung. Nee, hat er nicht. Dann mach mal dein Gegenhalten. Muss ich gar nicht, wenn er es misslungen hat. Kann ich gar nicht. Stimmt. Erfordert hast eine du recht. Genau, ja, passt. Du hast recht. Dann ist Pergin dran. Ja, ich würde angreifen. Ja, ist das Schwert um 4, weil dein Sturmangriff nicht geklappt hat? Aber Kampf in Überzahl. 1. Nicht bestätigt. Möchtest du deinen Schicksalspunkt ausgeben für die 19? Ja, würde ich. Also nochmal einen Wurf. Wenn du möchtest, ne? Du könntest ja, damit. Möchte, ja, genau. Dann würfel doch mal nur ein W20. Dann kannst du doppelten Schaden machen. 18. Nee, nicht gelungen, oder? 16. Achso, eine 16, ja. Ich muss gerade überlegen, du würfelst auf die 18, aber hast eine 16 gewürfelt. Reicht nicht. Ist nur einfacher Schaden. Parade hat er wohl nicht mehr, weil er die für Ronga benutzt. 8? Ja. Ja. Ich überlege gerade, wie viel hat er dann von Ronga bekommen? Von mir hat er 17 bekommen. Dann ist er tot. Dann kannst du die Szene gerne beschreiben. Pergin, gerne. Pergin holt mit dem Speer aus und rammt ihn in die Achsel von dem Schildarm rein und kommt dadurch an eine freie Stelle von der Rüstung des Gegners und würde halt die Klinge tief in ihm versenken. Er raunt durch seinen Verbanden dir noch einmal zu, knurrt dich an, ihr wisst verdammt noch mal nicht, mit wem ihr euch anlegt. Und taucht dann sein Leben aus. Ob er zu Boron fährt, das entscheiden die Götter später. Ihr seid die Herren des Lagers. Das war der Dritte. Gut, Pergin, lass uns die anderen davon Bescheid sagen. Vielleicht haben sie sich schon mit den Minenarbeitern besprochen. Was möchte Goggelmoggel tun? Möchtest du das Leben der beiden aushauchen oder lässt du sie dort kriechen? Also ich möchte definitiv ihr Leben aushauchen. Bekomme ich die Tür auf, also das Tor von dem Lager? Oder ist der jetzt so unglücklich da dran gepinnt, dass das gar nicht geht? Also du kannst von innen auf alle Fälle deinen Wurfspeer wieder abziehen und dann auch mit einer Körperkraftprobe den Riegel anheben. Dann gucke ich mal, ob das funktioniert. Vorher möchte ich aber gerne ein Stück Stoff oder ein Schal oder sowas mit meinem Schnaps tränken und den mir vors Gesicht binden. Mhm, sehr gute Idee. So, Körperkraft, mal gucken. Genau geschafft. Ja, du wirfst den schweren Riegel beiseite, hast dein Speer vorher abgezogen. Und machst dann die Tür einmal auf. Du hast vorher natürlich noch einmal gespäht und in den Wald reingehorcht und geschnuppert. Von da wohl nichts weiter, außer, du hast es auf alle Fälle gerochen, Zidon Kowaljew, der Ritter des alten Schlages aus dem Bordenland, der dort immer noch weiter blutet. Das Blut ist also so allgegenwärtig, aber du machst dann die Tür auf und trittst dann die beiden heran, die ekelhaft stinkend zusammengebrochen dort liegen. Ja, ich möchte
zur Sicherheit noch das zweite Stinktöpfchen einfach draufknallen, damit die nur ja nicht sich noch bewegen. Und dann möchte ich sie gerne, falls es geht, meucheln. Ich würde mich also auch gerne leise bewegen und die dann denen gerne die Kehlen durchtrennen. Ja, meucheln, normalerweise ist das ein Angriff plus 8, glaube ich. Du bekommst aber dadurch, dass sie außerhalb des Kampfes sind, eine minus 8. Und wenn du triffst, würdest du Schaden mal 3 machen an der Rüstung vorbei und ich glaube 2 zusätzliche Wunden. Du kannst sie töten. Alles klar. Möchtest du die Würfelwürfe? Nein. Okay. Ansonsten drehst du halt die Klinge nochmal und dann sind sie beim zweiten Mal tot. Also, ja. Du kannst sie umbringen. Willst du sie da liegen lassen? Nee. Die möchte ich gerne mit reinziehen. Essen? Zidon auch. Zidon möchtest du auch mit reinziehen? Klar. Der verrät uns doch noch. Okay. Dann musst du auf alle Fälle sprinten und zwar, wie lang ist das? 70 Meter. Hä? Wohin sprinten? Dahin, wo Zidon liegt. Ach, den haben sie gar nicht mitgezogen. Den haben sie einfach liegen lassen. Oh, sorry, das habe ich jetzt total falsch verstanden. Nee, das mache ich nicht. Ich ziehe nur die beiden rein. Okay. Dann wirfst du den Riegel wieder vor, auch wenn die Körperkraftprobe nur einen Punkt hatte, aber das lasse ich mal zu. Und das Tor ist verriegelt. 3 Wachen, die du ausgeschaltet hast. Du alleine. Grogel hatte damit nichts zu tun. Derweil bei Grogel und Kasim. Was? Doch, einer habe ich wohl davon ausgeschaltet. Nein, das war Guckelmuckel alleine. Pfeil ins Auge! Ja, Kasim, ja. Grogel, ihr könnt an einem der mittleren Häuser auf der rechten Seite des Dorfes zum Stehen kommen und könnt dort ebenso erkennen, wie mittlerweile jemand mit einem großen Zylinder auf dem Kopf nach draußen tritt und sich unruhig umsieht. Ihr seid die Dorfsprecher. Hallo. Familie Wollweber, ich bin Jorik und das ist meine Frau Heimfrieda. Wie können wir euch helfen? Ja, das sind ja erstmal solche sowas wie hier, die Bürgermeistersprecher des Dorfes. Dann verbeugt Kasim sich erstmal. Ich bin Kasim, Magier vom elementaren Konzil. Das der verbeugt ist sich auch schnell. Macht man das so? Verzeiht, ich habe noch nie einen Magier gesehen. Nicht, weil ich Magier bin. Ich habe mich verbeugt, weil ihr die Sprecher dieses Dorfes seid. Bin das ist Grogel. Er ist ein Verbündeter von uns. Und mit der Administration, der Baronin, er guckt mal so ein bisschen fragend in die Richtung, Gräfin, der Herrscherin dieser Lande, in einem Friedensvertrag. Wir sind hier, um euch vor den Schergen der Erzdämonen zu befreien. Und er horcht mal. Hört man noch Kampfgeschehen? Mittlerweile wohl nicht mehr. Du kannst aber sehen, wie dann Perjin und Ronga an das Fenster herantreten und von oben winken. Und mittlerweile ist die verbliebene Rumpfmannschaft erlegt. Ein Frieder, derweil seine Frau beugt sich neben Grogel ab und drückt ihr ein Schutzzeichen von Sokramor in die Hand. Ein Amulett aus Federn und Zweigen, selbst gebastelt. Oh, du verehrst die richtigen Götter. Sokramor, bewahre dich, mein kleiner Freund. Sie zwickt dir so ein bisschen in die Wange. Das ist ein guter Mensch. Es ist gut, dass wir euch geholfen haben. Ihr seid hier, um tatsächlich diese Mordbrenner hier wegzurufen? Naja, alle, die im Dorf sind, sind tot. In der Tat. Ja, aber es sind viele ausgezogen, um euch zu jagen. Und so wie ich gehört habe, haben sie wohl einen von euch geschnappt. Ja, der ist doof, der ist abgehauen. Sie haben den Verräter gefangen. Er wusste nichts Konkretes über diesen Plan. Fakt ist, alle, die hier im Dorf waren, die Rumpfmannschaft aus 3 Personen ist tot. Die 3, die wir gestern bei unserem schlecht organisierten ersten Angriff töten konnten, sind tot. Ihr habt wirklich den Werwolf umgebracht? Was ist ein Werwolf? Wolfram von Ratingen, er ist der Vorsteher hier von diesen Mordbrennern und er soll ein Werwolf sein, das sagt er die ganze Zeit. Also gestern habe ich ihm ins Gesicht geschossen. Vielleicht hat er sich noch nicht gut genug erholt gehabt. Da müsst ihr wahrlich starke Krieger sein. Aber ich bin ja auch entbehrlich. Ich bin der besteste Jäger bei uns im Stamm. Nach Ziblim. Wir haben uns wahrlich Sorgen gemacht. Er sagt, dass er wurde nach ritterlichem Vorbild ausgebildet in Transösilien und er ist der Nachkomme eines Junkers. Und
Und ja. Nichts, was von dort kommt, ist gut und recht. Habt ihr gesehen, wie er aussieht und wie er heißt? Er heißt Wolfgrimm. Ja, aber jetzt ist er ein toter Wolfgrimm. Was weiß Kasim denn über Lykanthropie? Nichts, oder? Nö, noch nie gesehen. Was sind diese Werwölfe? Nun, was sie sind, sie sind Menschen, die sich verwandeln können bei Mond, und sie werden unglaublich stark, und sämtliche Wunden, die man mit Schwertern reißt, töten sie nicht, sondern schließen sich direkt wieder. Nur Silber kann sie verletzen. So sagt man zumindest. Habt ihr Silber? Ja, wir haben ja eine ganze Menge Silber. Hast du was davon? Gib mir mal was, bitte. Kriegst du gleich auch wieder, bestimmt, vielleicht. Unter Umständen. Sie geht kurz nach drin. Was ist denn jetzt das für ein Unfug? Lass doch jetzt meine Frau Frau sein. Ich bitte euch. Wir haben die Leute hier im Dorf. Die, die euch unterdrücken, erschlagen. Und jetzt benötigen wir eure Hilfe, um das Dorf da draußen gegen sind doch mindestens noch 5 weitere. Was bildet ihr euch denn eigentlich ein, uns hier in Gefahr zu bringen? Wir sind auch noch 5 Personen hier. Wir benötigen nur zumindest euer Wohlwollen, um dieses Dorf auch halten zu können. Habt ihr euch mal angesehen, so verschlammt wie ihr seid? Ihr könnt euch doch kaum noch auf den Beinen halten, so gestützt wie ihr auf dem Stock seid. Ja, eher, aber ich... Krieger, ihr seid... Verzeiht mir, dass ich das sage, Herr Magier. Ich weiß nicht, welche Kraft in euch schlummert, aber seht ihr aus, als würdet ihr demnächst in das Reich Borons fahren. Und den Geschichten nach, die ich gehört habe, lag dir das wohl auch gestern bereits schon. Als ihr heute Nacht da wart, das war doch hier, oder nicht? Ich war nicht tot. Ich war nur auf der Schwelle des Todes. Und ich bin bereit, diesen Preis zu bezahlen, wenn wir es uns ermöglichen, die Paktiererin zu töten. Derweil kommt Heimfrieda gerade wieder nach draußen und hat wohl 3-4 Silberringe dabei, die sie Grogeln in die Hand drückt, und ein großes Milchglas. Die Münzen brauche ich nicht. Ich brauche nur das Milchglas und hau dem jetzt damit auf den Kopf. Ich bin gleich wieder da. Kasim guckt völlig verwirrt Grogel hinterher. Also er rennt jetzt mit dem Milchkrug in den Turm. Ja, da kannst du sehen, Perjin und Honga, die irgendwie gerade Kisten durchwühlen und neben einer Leiche von dem Werwolf stehen. Dann trümmere ich so lange auf den Kopf ein, bis da nur noch Matsche übrig ist. Und ja, weil mit Schwertern kann man ja keinen Schaden machen, nur mit Silber. Gorgel, was machst du da? Der ist schon tot. Nein, der ist ein Werwolf. Und nur Silber kann dem wehtun. Ein Werwolf? Der? Nein. Das bestimmt nicht. Was soll denn das überhaupt sein? Das ist ein Silberkrug. Nee, ich meinte, was du da gesagt hast. Was soll ein Werwolf sein? Das ist ein Mann, der sich beim Mond in einen... Dann wird er ganz stark. Und dann kann man den nur mit Silberauer machen. Und deswegen hau ich dem jetzt den Kopf kaputt. Wolfsmenschen, sie sind in den schwarzen Landen beheimatet, so sagt man zumindest. Ist die Ausgangssperre wieder aufgehoben? Nee, die gilt immer noch. Geh wieder zurück in den Auskader. Die Ausgangssperre ist aufgehoben. Ja, Gogelmogel, du kannst hören, wie Kasim etwas lauter, so laut wie er wohl noch mit seinen letzten Kräften kann, etwas ruft. Ich blicke mal von den Leichen auf, die ich gerade durchwühlt habe, nach Essbarem und laufe in Richtung der Stimme. Kasim! Ausgangssperre ist aufgehoben. Das ist richtig. Die Besatzer sind tot. Ich hab die tot gemacht. Oh, was bist du denn für eine Süße? Sokramor ist ja mit uns. Oh ja, Sokramor. Ich bin Goggelmogel. Wer bist du? Ich bin Heimfrieda. Hallo. Oh, du sie bist ja eine ganz nette. Sie baut sich auch vor dir ab und knufft dir in die Wange. Ich knuff sie direkt zurück. Wohnst du hier? Ja, ich bin die Dorfvorsteherin. Oh. Aber die Erwachsenen müssen sich gerade unterhalten. Oh, okay, ich bin noch leise. Ja, Perjin, Honga, ihr könnt wieder nach draußen treten, gemeinsam mit Grogel, der einen blutverschmierten Milchkrug in der Hand hat. Ja, wobei, ich bin jetzt gerade am Überlegen, wenn ich den esse, werde ich stark. Du kannst anfangen, ihn zu essen. Ich weiß nicht, ob Honga und Perjin das A zulassen oder B überhaupt noch gesehen haben. Ich vermute einfach mal, die werden irgendwann nach draußen gehen.
Das interessiert Pergin nicht. Klar, ist, kann er essen. Also ich beiß einmal rein. Stimmt, Herz ist gut. Ja, dann fängst du an, das Herz von Wulfgrim und das Gehirn zu fressen, die Arme, alles, was irgendwie... Nein, nicht alles, also ich esse nur Herz und Hirn, das ist irgendwie das Leckerste. Das Wichtigste, ja, schmackhaft. Die Nieren sollen wohl auch besonders gut sein, was man eben so alles hört. Ja, dann bringe ich die Nieren für Goggelmoggel mit. Okay. Und noch irgendwas, was man so kaum opfern kann. Ja, so steht ihr versammelt auf dem Dorfplatz. Immer noch regnet es. Der Matsch, der unter euch sich vor allem unter den Füßen von Goggelmoggel blutig rot gefärbt hat. Und nach kommen viele Dorfbewohner aus ihren Häusern, nachdem der Ruf von Kasim und dann auch von Jorik durch das Dorf ging. Kasim, der Turm ist frei. Es waren wirklich nur zwei, wie Groggel gesagt hat. Ihr da. Der Ritter, der liegt da rum. Ich bin aber nicht alleine rausgerannt, weil es viel zu gefährlich. Was? Wie weit? Lass ihn da liegen. Wo liegt er rum? Na, da an diesem Wäldchen da. Man kann ihn noch erkennen. So, blauer Wappenrock. Lassen wir ihn da liegen. Der hat es nicht besser verdient. Ja, wenn er da liegt, er ist zwar weggelaufen, aber wenn er da liegt in unserer Reichweite, können wir ihn nicht einfach liegen lassen. Aber der ist so dick und fett, also groß meine ich natürlich, groß gewachsen. Den kann ich nicht ziehen. Ja, ich schaue, was ich tun kann. Ja, oder lass mich, du bist gerade noch verletzt worden, ich werde gehen. Wir bleiben hier. Wenn ihr haben wollt. Wir bleiben hier, wenn der gerade so in Sichtweite liegt, dann werden sie ihn vermutlich für einen Hinterhalt liegen lassen. Er hat uns verraten, er wollte abhauen, uns im Stich lassen und Fekesh hat ihn dafür gestraft. Jetzt geht es darum, dass wir hier im Dorf das Dorf halten können. Die Besatzer sind tot. Wir haben, man schaut mal zu Jorik, wie viele Leute sind in diesem Dorf physisch in der Lage zu arbeiten. Und ich meine nicht Minenarbeit. Na, wir haben aber Minenarbeiter. Also Pilzsucher haben wir sonst, aber das sind nicht viele. Erngrim ist draußen noch, der hat nicht viel mit dem Dorf zu tun, aber der kann wohl auch Waffen führen. Wir haben die Wirtin, wir haben ein paar Kinder. Was wollt ihr denn jetzt haben? Also mehrfähige Männer und Frauen? Möglichst. So viele, wie wir kriegen können. 20, vielleicht 30, aber die werden sicherlich sterben gegen die Leute. Wenn ihr allein kämpft, ja. Aber Ronga und Perjin sind fähige Krieger. Ja. Sie haben den Werwolf getötet. Also, die Leute schlagen Bohrensräder um ihre Hälse. Wer das da drinnen auch war, der hat mich schon schwer verletzt. Ein weiteren Schlag, weiß ich nicht, ob ich den ertragen könnte. Wie konnte denn einen Werwolf töten, wird jetzt einer der Bergarbeiter zu dir herantreten. Und ich glaube nicht, dass es ein Werwolf war. Es ist unmöglich, dass man einen Werwolf ohne Silber töten kann. Nein, ich habe ihm den Schädel mit einem Silberkrug eingeschlagen. Selbst wenn es ein Werwolf gewesen wäre, wäre er durch mein Schwert gestorben. Denn ich führe ein Schwert, das mir von einem zwergischen Meisterschmied geschmiedet wurde. Und es besteht aus einer Zwergensilberlegierung. Zwergensilber? Wollen wir mal überreden. Okay. Ja, Goggelmoggel, guck mal, ich habe Nierchen gefunden. Wo hast du die denn her? Die machen ganz stark. Lass uns das Schwert mal sehen. Wir kennen uns aus mit Silber. Nö. Ja, ich halte das Schwert noch blutverschmiert wohl ein wenig in die Luft. Tja. Silber hin oder her, aber schwierig. Naja, aber ohne Hirn und Herz kann der auch nicht mehr leben. Darum geht es nun nicht. Er liegt tot im Turm. Wenn ihr euch vergewissern wollt, könnt ihr nachschauen. Aber wir müssen dieses Dorf verteidigen, denn die werden wiederkommen, die Mordbrenner, und sie wollen Rache. Und wie sollen wir das machen? Da will ich die nicht rein. Sollen wir raus in die Wälder laufen, oder wie? Nein. Also wenn sie rankommen, dann können wir sie mit Pfeilen beschießen. Das ist richtig. Außerdem brauchen wir mindestens 2 bis 5 Bergleute, die den Tunnel, über den wir in das Dorf eingedrungen sind, wieder zuschütten.
Kasim zeigt den Weg hoch, wo wir heute das zweite Mal schon wieder runtergeklettert sind. Hier. Meister Kasim, die brauchen das doch nicht machen. Momentan. Wir haben doch das Tor zugemacht. Und trotzdem. Das Tor kann sich doch nur von hier drinnen geöffnet werden. Wir sollten ein Auge drauf haben. Wir wissen, dass der Gang existiert und wir können damit rechnen. 4 dieser Mordbrenner oder 5 können dieses Tor mit Leichtigkeit öffnen. Aber sie müssen ja, aber die meisten den Gang sind finden. Ja auch schon tot. Die wissen wir doch aber auch gar nicht, dass wir von dort gekommen sind. Trotzdem. Das Wichtigste ist allerdings, dass wir uns jetzt alle zusammentun und verhindern, dass sie dieses Dorf zurücknehmen. Und dann werden sie uns alle töten. Überzeugen. Ihr könnt natürlich alle würfeln, die so mit argumentiert haben. Groggel hatte den blutigen Silberkruchguck erhalten, du mit deinem Schwert, Kasim. Ja, ihr könnt quasi alle. Zählt dieses Dorf als städtisches Leben? Oder nee. Ist das eher so Guffeldorf-Gemeinschaft? Ja, es ist keine städtische Gemeinschaft. Ich will nicht würfeln. Also ich habe maximal überreden. Nee, dann kannst du auf Klugheit oder sowas ableiten oder. Nee, auf Charisma. Oh, mein Bestes da wäre. Kann ich Ihnen mit Kriegskunst verdeutlichen, dass die Situation aussichtslos ist und wir alle sterben werden, wenn wir nicht zusammenarbeiten? Also mit Kriegskunst kannst du sie dann nachher kommandieren, aber ich brauche jetzt erstmal eine Überzeugenprobe. Überzeugen habe ich nicht. Ja, dann Charisma. Oh. Boggle Mogel pinkelt. Ah, mit 7 Punkten Erschwernis auf Charisma könnte ich dir geben. Hab doch gesagt, dass ich vorher musste. Ja, Ronga gar nicht überzeugen. Was will der Torwaller da eigentlich mit seinem Schwert? Wisset Menschen, ihr seid gerettet, weil Goggelmoggel und ich, wir sind entbehrlich. Wir sind stark wie Bären. Und wir haben den Werwolf endgültig den Chaos gemacht. Weil mit diesem Silberkrug habe ich ihn erschlagen. Heimfrieder nimmt die Hände von euch beiden, reißt sie in die Höhe. Das ist ein Zeichen von Sokramor. Kommt schon. Jörg scheint so ein bisschen zu nicken, guckt dann weg von dem blutigen Silberschwert, das ist nur Zwergensilber, murmelt er irgendwie, und blickt dann wohl aber zu Perjin und zu Kasim. Also gut, ich werde niemanden dazu befehligen, aber ihr könnt euch die Leute selber suchen. Kardan, stell mal deine Leute auf, alle nebeneinander. Die freiwillig mitarbeiten, die mitkämpfen wollen, die sollen was sagen. Wir brauchen sowohl die Kämpfer als auch die Bergleute. Wird gemacht. Dann geht Kasim nochmal auf Jorik zu. Es ist so, wenn wir hier fertig sind, dann soll es euer Schaden nicht sein. Dann sollt ihr mehr Silber behalten dürfen als vorher. Bevor das Dorf besetzt war. Ja, derweil könnt ihr hören, wie wohl wieder jemand gegen die Palisade hämmert. Ich geh mal gucken. Ich würde auch dorthin laufen. Sie haben noch mehr Fallen im Wald aufgestellt. Ich muss mal mich recht einigen, verdammt. Ah, nehmt eure Speere. Wir werden sie gut begrüßen. Ja, vor euch könnt ihr. Wollt ihr die Tür aufmachen? Wollt ihr rüber? Nein. Erstmal gucken. Erstmal über die, also ganz vorsichtig, so nur eben kurz über die Palisade spähen, so dass er vielleicht nicht gerade, wenn er nicht gerade hinguckt. Oh nee, sich verstecken. Das ist schwierig. Ich würfel selber gegen. Du hast eine -3. Plus war erschwert, oder? Plus war ein Erschwernis. Also er sucht ja auch explizit nach jemandem, der. Genau, ich würde aber auch schon mal einen Pfeil auf die Sehne legen dabei, ne? Ja, kannst du machen. Ich gesell mich dazu. Ja, mache ich auch. Ich will ja auch einen Wurfspeer werfen. Er sieht dich nicht, wohl aber Goggelmoggel neben dir. Du kannst sehen, dass er über und über voll ist mit Scheiße. Das ist der Topf, den du mit deiner Seilprobe befestigt hast. Er klebt voll mit dieser Scheiße von deinem Wildschwein. Goggelmoggel sieht das und kann nicht mehr an sich halten. Sie fängt an, loszuhacken. Ja, und wenn er gerade auf Goggelmoggel achtet, will ich ihm mit dem Pfeil abschießen. Ja, hau rein, -5.
Ja, der Wurfspeer ist angelegt und mit einem kräftigen Wurf direkt hinterher nach dem Fall. Minus 5 sagst du? Minus 5, ja, von oben. Er ist überrascht, aber eine minus 8 gebe ich euch wegen Gorgelmorgel nicht mehr. Zielen, habe ich da noch die Möglichkeit zu? Er wird nicht gezielt. Aber die Reichweite ist jetzt halt irgendwie 3 Meter von oben nach unten. Das ist dann, glaube ich, erleichtert um 2, ne? Das ist sehr nah. Ja, genau. Also erleichtert, erschwert, weil er sitzt ja auf dem Pferd. Menschen groß, so plus 2, minus 2. Ne, er sitzt gerade nicht auf dem Pferd, er ist voller Scheiße, ohne Pferd. Okay, also plus 2, minus 2, plus 4 wegen Regen. Minus 5 heißt noch erleichtert um 1. Ja. Dann will ich ihm ein Auge wegschießen. Das heißt nochmal erschwert um 9. Ah, jetzt bist du auf den Geschmack gekommen, ne? Genau. Wenn sie auch ins Herz schießen, da passieren andere Dinge. Dann nehme ich doch diesmal das Herz. Ja, plus 20, beziehungsweise Meisterschütze plus 10. Ja, dann bin ich bei plus 9 insgesamt. Das ist gelungen. Ja. Dann würfel mal deinen Schaden, dann kann ich auch mal die Herz dafür vorlesen. Oh. Und noch plus 1 aus Entfernung. Dann sind das 17.